Einen wunderschönen guten Abend, Freunde der hängenden Schweine und herzlich willkommen zur neuen Runde Dead by Daylight mit dem Krian. Hallo Yogi. Versuch 3, mal gucken, was es jetzt wird. Du knackst gerade hart. Ich knacke alles, Rekorde vor allen Dingen. Ah, damn. Ich habe Angst, dass ich gleich abgestochen werde von irgendjemandem. Hilfe. Wir hatten schon 2 Runden gespielt, die konnten wir nicht nehmen. Die eine war zu langweilig und die andere hat der Killer die Seed. Einfach mal so. Erst haben wir gedacht, er will... Keine Ahnung. Ist ein Terrorradius. Glaube ich. Wen spielst denn du gerade? Claudette. Mit Leuchtstäben? Nee, du bist nicht die Claudette neben mir. Das sieht nicht nach dir aus. Oder sitzt du gerade an einem Gen? Ich sitze alleine an einem Gen. Alleine. Ist okay. Es ist ein Schrapparino. Oh! Trap. Trap, 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 trap. Leider ist mein Gen fast fertig. Und ich werde jetzt davon weggetrieben. Nice. An welchem Gen warst du denn? An dem ich jetzt wieder dran sitze. Ich habe ihn verarscht. Also ein Trapper, er kam von der Scheck-Seite. Er kam also da und siegte. Also nicht hierher kommen, Claudette. Oh, dann gehe ich jetzt definitiv mal auf die andere Seite, weil Claudette. Der Gen zwischen dem, der geploppt ist, und deinem, der war auch relativ hart bearbeitet schon. Ja, das Problem ist, Claudette hat jetzt den Typen zu mir gebracht. Bleib mal stehen. Ich? Ja, du. Fass mich an. Ah, geil, komm her. Ah. Hui! Jetzt müssen wir auf jeden Fall hier einen der beiden Gens machen, ja. Ich würde den hinten an der Scheck machen. Genau, hätte ich jetzt auch gesagt. Ja. Ich wollte dich mal ein bisschen härter anfassen. Ich muss ein neues Item noch mit rausnehmen. Deswegen mal gucken, was da so geht. Mir macht es ein bisschen Angst, dass hier noch nicht viel passiert ist mit dem Killer. Na gut, ein paar Hits gelandet. Er kommt zu uns. Ja. Oh, Fenster! Pass auf, gell, die Steck wird wahrscheinlich getrappt sein. Nope. Irgendwo kann da immer noch eine Falle sein. Fenster in der Mitte. Ja, an der Ecke. Told you. Hab die Falle gefunden. Gesagt. Und da wird der Keller sein. Yep, true story. Wie erwartet. Das ist alles so predictable. Ja, er kam halt von da, also war klar, dass da alles getrappt ist. Und es macht nur dann Sinn, da viele Traps zu nutzen, wenn da der Keller ist. Die haben echt den Gen durchgezogen. Die sind eiskalt. Eiskalt sind die. Eiskalt. Okay, er platziert eine Falle oben an der Palette. Ja, ich höre da was. Sehe aber nichts. Ich höre es nur, ich sehe es nicht. Ihr seid alle 3 um mich rum, mehr oder weniger. Einer rennt nur weg. Ja, ich wurde gechased, deswegen. Okay. Er hat den Gen gedreht und ich gehe direkt wieder zurück. Ja, die haben jetzt erstmal hier eine Falle ausgelöst. Ist okay, die sind zu zweit bei dir. Ja, ja. Der andere... Ja? Hätte committen müssen. Das war jetzt eine schlechte Kombination. Einer in die Falle, der andere auf die Fresse. Mach, mach, mach die Falle kaputt, mach die Falle kaputt. Marvius liegt am Boden. Da wird hier das Play gemacht. Da oben, wir sehen die gelben Menschen hin und her rennen. Und schwupp, haben wir einen Gast. Hallo! Marius, schön, dass du auch da bist. Da springt wer und der Kampf beginnt. Der Kampf beginnt. Ich werde abgehängt. Das Timing reicht nicht. Ich bewege mich nicht mehr. Ich bewege mich mehr. Ah, ich bewege mich wieder. Und schon sind wir nicht mehr ganz so alleine. Wir sind zu dritt da. Das ist die Frage. Okwei. Wird Okwei es was machen? Oder hängt sich Okwei zu uns? Wird der Kobe probiert? Ah, der Kobe. Ja, Aufnahme beendet und fertig. Dass die Idioten halt nicht gecheckt haben, ob da Fallen sind. Ich
Die rennt in die Falle rein. Tragen noch rechtzeitig. Woo. Gut erkannt von ihnen. What the fuck? Die ist doch da eben auch durchgelaufen. Krach machen. Für die Verwirrung. Alles an der Shack ist getrappt, jeder Eingang. Ja, gehen wir nicht mehr hin, würde ich sagen. Ist ein böser Ort. Lass doch los! Und sie blockt mich. Und sie legt sich... Sie kriecht halt hinter einen verdammten Baum. Anstatt, dass sie halt im Freien bleibt. Bäume sind Freunde. Kein Futter. Alter. Alter Schwede, du musst doch gucken. Und die nächste. Nein. So, erstmal entspannt wieder heilen. Ja, schade, dass du die Aufnahme abgebrochen hast. Nee, ich hab sie doch nicht abgebrochen. Das hat nicht funktioniert. Ah, ich wollte, weil eigentlich wäre das Ding erledigt gewesen. Ja, eigentlich wäre das erledigt, aber so könnte es definitiv noch interessant werden. Naja, wir sind ja jetzt gedreigent. Gegen einen Trapper. Ja, das stört uns doch nicht, Krieger. Wir sind drei Leute, drei Gents, drei Traps. Und eine Menge Tumor, die noch nicht zerstört sind. Mein Gen halt schon durchgezogen, der halt 99 wurde. Also da hinten, wo du in die Falle getreten bist, ist noch ein Gen. Ja, und der andere ist in der Scheune, ist einer. Und einer muss noch hier draußen irgendwo sein. Ja, der ist dann mal tot, ne? Nee, er nicht. Er hat uns alle gerettet. Er hing noch nicht. Was? Ich habe ein bisschen Angst vor Noid. Hat er ihn jetzt fallen lassen? Ja, weil er die Falle da wegmachen musste. Ja. Er hat sich selbst den Eingang zum Keller versperrt. Ah ja. Würde ich sagen, aber hier weiter Jen. Jenny! Er trappt das Fenster wieder neu. Okay. Du könntest ihm mal helfen. Warum? Jagt er dich gerade? Ja, ich zieh ihn die ganze Zeit weg, damit er gerettet werden kann. Ja, aber sicher nicht. Ja, jetzt ist er tot. Er legt sich wahrscheinlich nochmal in die Palette rein. So nicht. Komm. Er kommt nicht mit. Er weiß auch, er kommt nicht rein. Wo bist denn du gerade? Neben der Shack, weil ich will im Notfall die Palette droppen. Okay. Oder ihn halt noch hochholen. Ich weiß nur nicht, wo der Killer ist. Na, ich komme ihn gleich wieder ab. Bei ihm ist er. Kurze Heilung. Und dann können wir ihn wieder ärgern gehen. Oder so. Hab ihn. Sehr schön. Oh, das wird nochmal richtig enge Geschichte hier. Dann setze ich mich wieder an meinen Gen.
Die Map ist halt auch saugut für... Für Trapper, ja, ja, definitiv. Also, man weiß auch nicht, ob er dunkle Fallen hat oder ob ich sie einfach noch nicht sehe, diese Runde. An welchen Gen sitzt du? In der Scheune, zur Hälfte ja, fertig jetzt. Ich habe kein einziges Totem weggemacht. Ich auch nicht. Soll ich dich kurz heilen? Ach, scheiß drauf, wir müssen den Gen durchkriegen. Ich habe zwar keinen Atre, aber... Und er bringt den Killer hierher. Hui! Jagt er dich? Nicht mehr. Er geht zurück an den Gen. Dann musst du vielleicht an den anderen Gen gehen, weil der random gerade hier um den rumgejagt wird. Ja, ich heile mich kurz, weil wäre ich nicht der dann Hook, würde ich ja sagen, durchziehen, aber so. Das habe ich jetzt nicht verstanden. Was hat er gemacht? Ich hoffe fast, dass er ihn zum Keller bringt. Ja, fände ich jetzt nicht so schlimm, ne? Dann hätten wir Zeit. Na, macht er nicht. Hallo! Lauf doch nicht in meinen Weg! Ich geh retten. Ja, aktuell laufe ich auch in die Richtung und ich werde wahrscheinlich jetzt gleich sterben. Nope, 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 nope! Nope! Halt noch ein paar Sekunden durch. Fünf, vier, drei, zwei, renn! Natürlich auch noch Norbert. Ja, natürlich. Geh raus einfach, weil also. Oh je. Ah, schade. Schade, schade. Aber wir gehen zum anderen Tor zuerst, nicht zu dem hier. Wenn er Barbecue hat, bin ich am Arsch. Wenn nicht, komme ich raus. Das werden wir uns gleich sehen. Nicht. Tick, 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 tick. No. Ich schaff's nicht. Aber er kommt raus wenigstens. Wenigstens etwas. Natürlich ja, haben die Wichser noch No-Ad. Ja, normal. Ich hasse. Oh, er macht No-Ad weg. Ja, bringt mir aber nichts. Ich weiß. Aber er hat es weggemacht. Der Er müsste halt in der Nähe sein Hit trinken. Er hat einen Taschenlampe. Ah, vielleicht, aber... vielleicht, vielleicht, vielleicht. Oh, 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 oh. Er ist bei dir, er ist gleich hinter dir wahrscheinlich, ja. Er ist hinter Wenn dir. Wenn er einen Hit trinkt, komme ich raus. Ja, ich hab das Gefühl, das hat er vor. Er fuckt ihn auch mit der Taschenlampe ab. Oh. Nein. Ah. Kriegt halt gleich einen auf die Ömer, aber das ist ja egal, weil, Aha. Sehr schön. Sehr schön. So mag ich das doch. Meine Fresse. Bam. Was eine Runde. Das war nervenaufreibend. Würde ich mal sagen, vielen Dank fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, schaut auch beim nächsten Mal wieder rein. Dienstag, 18 Uhr. Bleibt gesund, haut rein und bye bye. Auf Wiedersehen. Thank you.